Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik von den Smokeweed Brothers und heute haben wir ein neues Tutorial für euch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Thinking Particles alias TP und heute wollen wir einfach mal eine kleine Animation kreieren mit den Thinking Particles und dann würde ich euch auch noch gerne das Expresso Setup etwas näher bringen. So, genug gelabert, wir fangen jetzt einfach gleich mal an und machen uns ein Nullobjekt. Nein, dieses Nullobjekt in Mitte 1, das ist nicht nötig, aber hilft beim Überblick. Machen wir einen Rechtsklick drauf, ist hier View Windows, Cinema 4D Tags und gehen auf Expresso. So, dann öffnet sich hier gleich das Expresso-Fenster, wer sich damit nicht auskennt, wird jetzt gleich mal aufgeklärt. Expresso ist sowas wie Programmierung, beziehungsweise jedes einzelne Kästchen, das ich hier gleich erstellen werde durch diese Nodes, sind Program Lines, die dann eingecodet wurden und das ist eigentlich, ja, jedes Kästchen hat sozusagen seine eigene Funktion, hat sein, ist sozusagen eine gepackte Codeline. So, jetzt mal nicht irgendwelche Scheiße labern, sondern gleich mal anfangen. Ja, das erste, was wir machen, ist natürlich das Nullobjekt hier reinziehen. Dann haben wir hier die Mitte 1 stehen. Dann machen wir einen Rechtsklick, neuer Node, Thinking Particles, Generator und P-Storm, beziehungsweise P-Sturm. So, jetzt wollen wir, dass der Emitter, beziehungsweise das Nullobjekt Emitter 1, den Generator bewegen kann. Deswegen gehen wir jetzt auf den Output, machen einen Linksklick drauf, gehen auf Koordinaten, globale Position und jetzt erscheint hier ein Port. Diesen Port verbinden wir mit der Emitter-Position. Jetzt können wir den Emitter schon mal nach links, rechts, oben, unten bewegen. Jetzt wollen wir noch, dass er sich rotieren kann. Das heißt, wir machen doch mal einen Linksklick da drauf, gehen auf lokale Matrix. Und jetzt sehen wir, hier hat sich kein Port geöffnet automatisch. Deswegen gehen wir einfach, ziehen wir einfach das Ding hier oben in den Input rein. Und hier kriegen wir dann Vorschläge, was wir als Port benutzen können. So, das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, war dieses Nullobjekt mit den Positionen des P-Storms zu bestücken. Das heißt, jetzt haben wir jetzt gleich einen Effektor und den können wir jetzt durch dieses Nullobjekt bewegen. Das heißt, wenn ich das jetzt animieren würde, dann würde sich das mitdrehen sozusagen. Okay, genug davon erstmal. Gehen wir gleich mal auf das P-Storm drauf, drücken hier drauf und dann öffnet sich ein neuer Tab hier unten bei den Attributen. Wie wir hier sehen, eigentlich wie ein normaler Effekt. Hier stellen wir dann gleich mal ein Modus Shot. Shot gibt an, in jedem Frame wie viele Partikel imitiert werden. Das heißt, wir machen das jetzt aber auch schon auf 100. Lebenszeit natürlich so lange wie die Komposition. Den Rest können wir eigentlich so lassen. Jetzt sehen wir, hier kommen schon mal Partikel raus. Super. So, diese Partikel können wir natürlich nicht rendern. Wie immer eigentlich. Deswegen gehen wir auf Simulieren, Thinking Particles Einstellungen, Rechtsklick hier unten drauf, hinzufügen und jetzt haben wir eine neue Gruppe. So, jetzt wollen wir die P-Storm geborenen Partikel in diese Gruppe reinbekommen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Rechtsklick, Node, Thinking Particles, Standard, Gruppe. So, jetzt verbinden wir hier die geborenen Partikel mit der P-Group, fügen in die P-Group die Gruppe 1 ein. Das heißt, die ganzen geborenen Partikel, die in P-Storm jetzt imitiert werden, wandern in die P-Gruppe. Das hilft uns soweit, dass wir hier eine Übersicht haben und dass wir die gleich rendern können, indem wir hier auf Simulieren gehen, Thinking Particles, Partikelgeometrie, Rechtsklick da drauf und Hashtag Render. Hier unten stellen wir dann das auf Geschwindigkeit und machen das so auf 5%. Dann machen wir noch schnell ein Härmaterial, machen das am besten ganz weiß. Bam, bam. Und klatschen das ganz fresh da drauf. So, noch schnell Licht. Und schon sehen wir die Partikel. So, das ist jetzt nur der Anfang. Jetzt wollen wir natürlich noch, dass sich die Partikel irgendwie besonders bewegen oder sowas. Deswegen
machen wir jetzt einen P-Pass. Thinking Particles, Annihilator, P-Pass. In den P-Pass ziehen wir jetzt die Gruppe herein. So, Gruppe. Und dann machen wir nochmal Thinking Particles, Dynamik, Wind und noch einmal Dynamik, Reibung. Dies verbinden wir jetzt mit der Gruppe und machen uns daraufhin ein neues Nullobjekt. Nennen dieses Nullobjekt Wind. So, jetzt nehmen wir das Nullobjekt und ziehen es einfach in den Windeffekt sozusagen. Und jetzt sehen wir, der Wind wird von dem Nullobjekt gesteuert sozusagen. Dann gehen wir einfach mal auf den Wind, machen Stärke 500, Turbulenz 800. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, sieht das ungefähr so aus. Wir können jetzt natürlich auch den Wind in die andere Richtung bewegen, indem wir das Nullobjekt drehen. Und schon fliegt das ganze Zeug in die andere Richtung. So, wir gehen nochmal auf den Wind und machen die Stärke auf, sagen wir, 250. Und gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Und so sieht das auch schon ganz lustig aus eigentlich. So, das ist eigentlich das typische Expresso-Setup, um ein paar Animationen zu machen, wenn man hier noch Sachen einstellt, wie zum Beispiel Shotrate 1000 und hier noch die Geschwindigkeit auf 10 oder sowas stellt, kann man da schon super Sachen draus machen. Vor allem, wenn man jetzt hier noch den Emitter und den Wind animiert, das heißt, wir gehen auf 0, Keyframe, 40 Frames und dreht es irgendwie ganz random im Kreis. Wenn wir uns das jetzt angucken, wird das Ganze schon etwas lustiger aussehen. Wenn wir einsehen wollen, wie viele Partikel wir gerade emittieren, gehen wir einfach unter Simulieren, Thinking Particles, Partikeleinstellungen und jetzt sehen wir 40.000 Particles wurden emittiert. Jetzt weiter drücken, sehen wir, pro Frame gibt es dann immer 1000 dazu. Hier mal auf Rendern gehen. Auch wunderschön. Ja, das sind eigentlich so die Grundlagen für die Thinking Particles, wie man das so am einfachsten macht und wie man am einfachsten und schnellsten die schönsten Ergebnisse bekommt. Wow, so viele S-Wörter. Das war es eigentlich dann auch schon. Jetzt haben wir in 7 Minuten so eine schöne Animation gemacht. Kann ich auch noch schnell irgendwas über meinen Channel sagen? Genau. Erstmal danke dafür, dass wir jetzt bald 1000 Abonnenten haben werden. Also ich nehme mal an, so in der Woche oder so werden wir das schon schaffen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für ein Abonnenten-Special, schreibt es einfach in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein. Ciao.